Moin, willkommen in Hamburg, nicht weit vom Hauptbahnhof, in der Nähe der Bahnstrecke am Oberhafenkanal. Hier gibt es sehr viele Züge zu sehen. Der gesamte Zugverkehr von Hamburg Hauptbahnhof aus in Richtung Hamburg-Harburg passiert diese Strecke. Das sind alle Züge des Fern- und Regionalverkehrs, die weiter in Richtung Hannover und Bremen fahren. Hier hat ein ICE gerade den Hauptbahnhof verlassen und fährt nach Hamburg-Harburg. Es folgt ein Regionalexpress nach Cuxhaven. Die Diesellok Baureihe 246 von Stadt Unterelbe wurde im neuen Niedersachsen-Design gestaltet, so wie es auch die Loks der Metronom-Eisenbahngesellschaft nach und nach bekommen. Unmittelbar in Sichtweite der Bahnstrecke liegt der Lohse-Park. Daneben führt eine Straße entlang mit dem Namen am Hannoverschen Bahnhof. Wir stehen hier südlich der Hafen City bei der Erikusbrücke. Gehen wir einmal kurz in den Lohse-Park, bevor wir uns wieder der Bahnstrecke zuwenden. Hier gibt es einen zentralen Platz und dort steht eine Gedenktafel. Sie erinnert an den früheren Hannoverschen Bahnhof. Während der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1940 und 1945 wurden von hier aus mehr als 8000 Juden, Sinti und Roma deportiert, viele von ihnen in Vernichtungslager, außerdem politisch Verfolgte. In diesem Container am Platz kann man eine Ausstellung dazu ansehen. Neben dem Lohse-Park entstehen moderne Neubauten. Dieser Weg führt zu einem Bereich, in dem noch Gleise des Hannoverschen Bahnhofs zu sehen sind. Daneben steht eine weitere Gedenktafel. Direkt neben den alten Gleisen verläuft die heutige Strecke nach Hamburg-Harburg in Hochlage. Gehen wir den Fußweg weiter entlang, so kommen wir zur Fersmannstraße bei der U-Bahn Hafen-City-Universität. Hier gibt es ein Überwerfungsbauwerk innerhalb der Oberhafen-Hochstrecke. Damit wird es erleichtert, dass mehrere Züge gleichzeitig in Hamburg Hauptbahnhof ein- und ausfahren können. Hier fährt ein Zug der Metronom-Eisenbahngesellschaft in Richtung Hamburg-Harburg.
Wir gehen zurück in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Dieser ICE fährt die Rampe hinunter auf die untere Ebene des Überwerfungsbauwerks. Dabei verschwindet er nach und nach hinter dem vorderen Gleis. Die Strecke führt hier viergleisig in Richtung Elbbrücken. Man kann oft Parallelfahrten von zwei Zügen sehen. Ihr seht nun noch mehr Aufnahmen vom dichten Zugverkehr. Ich sag schon mal für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.